どこに行った？バナーナ、バナーナ。Und mit diesem phänomenalen Ausruf, der wahrscheinlich jetzt im Großen und Ganzen genau das zusammenfassen wird, was wir in der letzten Folge erlebt haben, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Steins Gate. So, wir haben in der letzten Folge eigentlich, ich fasse es mal kurz damit zusammen. Dokorita! Banana! Banana! Ich könnte mir das stundenlang anhören. Das erlebt. Und haben jetzt festgestellt, okay, wir müssen uns jetzt erstmal beruhigen. Deswegen haben wir jetzt dann in der letzten Folge abgebrochen, halt, als wir unsere Hand ausstrecken zu dieser Straude von Bananen. Und ich fange an, meinen Augen zu misstrauen. Okay. Jetzt fällt mir nebenbei eine Theorie ein, die Sata mal geäußert hatte. Davon ausgehend, also ich fasse mal so, was dieses Wort heißt, ich weiß nicht, warte mal, wenn wir jetzt wirklich eine Gelee-Banane haben, die eine, also ist jetzt die Banane dahin zurückgekehrt, wo sie vorher war, bevor sie reingelegt worden ist. Sagen wir so, circa um 2 Minuten ist sie in die Vergangenheit zurückgereist. Das heißt, wir haben eine Zeitmaschine. Also, ich meine jetzt mal so. Vielleicht das, was mir als allererstes auffiele. Und das hieße dann... Natürlich, die Banane ist deswegen so im Arsch. Also, tut mir leid, aber... Hat er mal Satan geäußert, dass er meine, dass diese Struktur, dass die deswegen geleeartig wird, weil sie auch wie auch immer geartet zusammengepresst wird. Also, dass es nichts damit zu tun hat, dass die irgendwie ihren Aggregatzustand ändert, sondern dass die einfach, und deswegen war die Banane deswegen da. Ah, warte mal, damit könnten wir einiges erklären. Das hält mir gerade nebenbei so auf. Nee, aber das war keine gefrorene Banane. Also, wir stellen jetzt mal fest, sagen wir mal, wir haben ja festgestellt mehrfach, dass wir brauchen irgendeine Einheit, die dafür sorgt, dass die Schwerkraft irgendwie, ablenkt. Damit unsere Objekte nicht zusammengequetscht werden. Das hat sowohl John Tito gesagt, als auch unsere liebe Marquise. Das würde doch heißen, wenn wir das nicht haben, wird die zusammengequetscht, flutscht wieder auf und deswegen ist sie so ganz geleeartig. Das heißt also, anscheinend ist der Mikrofon eine Zeitmaschine. Bam. Die irgendwie schlau. Das ist garantiert unnatürlich. Der Bananenstraude, die mich Mayuri gefragt hat, zu kaufen, fragt sich übrigens immer noch, warum das Ganze dann, also, es ist dann logisch, dass wenn wir die Banane wenn wir die 2 Minuten in die Vergangenheit schicken, dass sie dann genau da liegt, wo man sie vor 2 Minuten hingelegt hatte. Nämlich, also, jetzt, wenn wir den ganzen Strauch anlegen, legen wir die rein, 2 Minuten vergehen und am Ende der 2 Minuten wird sie in die 2 Minuten in die Vergangenheit geschickt. Heißt, zurück dahin, wo wir sie abgelegt hatten. Aber, ach, egal, jetzt ist es so wichtig, nicht so wichtig. Die Banane, den Bananabunch, den Mayuri mich gefragt hatte zu kaufen. Vor etwa 3 Minuten hat er da die Banane abgebrochen und in das Mikrofon gelegt. Oder so hätte es sein sollen. Aber jetzt gibt es kein Zeichen davon, dass die Banane jemals abgemacht worden war. Und an der Stelle dieser ist jetzt eine Gelbana, sag ich jetzt mal. Perfekt verbunden mit der restlichen, mit dem Rest des ganzen Bundes. Was zum Teufel? Was passiert hier? So würde ich es auch ausdrücken. Scheint so, als hätte Darus auch gemerkt. Den Satz finde ich doch cool. Um mich zu beruhigen, es fällt mir so ein, möchte eine Banane essen. In meinem Status, in einem Zustand von Verwirrung versuche ich es, sie zu berühren. Aber ich halte mich selbst zurück. Daru, wie viele Bananen sind es gerade genau im Labor?
Tabun, kono banana dake. Anscheinend nur diese. Kono gelbana ga kutsuite iru tokoro wa omae ga sakki chigitta basho ka? Ist das der Ort, neben dem jetzt die gelbana ist, jetzt ist nicht derselbe, von dem du die Banane abgebrochen hattest? Ich weiß es nicht, ich habe darauf nicht so geachtet. Diese Gelbana ist perfekt verbunden mit... Ja, perfekt verbunden. Ich erkenne keinerlei Schaden oder sowas in der Richtung. Abgesehen davon, dass sie geliert ist, sieht sie sehr natürlich aus. Sieht nicht aus wie ein Trick oder irgendwas in der Richtung. Wobei ich damit meine, dass es nicht so aussieht, als wäre sie, als hätte jemand die Banane genommen, sie gelettiert und wieder zurück an das Bananenpack gepackt. Mit na, Daru. Kurette, moskaste. Daru, könnte das. Die Worte, die ich spontan wie aus dem Nichts sage. Nichts sagte. Nun habe ich Angst, sie noch ein. Nun habe ich sie Angst, auch noch mal. Achso, die Worte, die ich vorhin eher spontan sagte. Nun habe ich sogar Probleme damit, sie auch nur zu flüstern. Wie auch immer, ich muss sie sagen. Wie auch immer unglaublich es ist, ich habe es gerade mit meinen eigenen Augen gesehen. Mein Kopf ist voller Fragezeichen und ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Aber falls ich es erklären müsste mit dem, nur das, was ich gerade gesehen habe, dann ist es... Vom geschlossenen Raum des Mikrofons temporär zu dem Dingens der Bananen. Dann ist das eine, genau genommen eine Teleportation? Ich höre eine Stimme einer Frau aus der Lounge. Nein! Nein! Diese Stimme! Nein! Wie kommst du denn hierher? Ich glaube, jeder von uns hat schon die Stimme erkannt, wenn es die wirklich die Stimme ist, von der ich denke, es ist. Das ist ein wirklich interessantes Experiment, das ihr da macht. Erschreckt einen doch nicht so. Wer ist das? Ich kam gerade vor, als hätte ich mir mein Herz in die Kehle geschlagen. Überdingenst von Überraschung, drehe ich mich um in die Richtung der Stimme. Ach nein, oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie der Okabe gleich ausrastet, wenn irgendjemand in sein Geheimlabor einbricht, oh mein Gott. Entschuldigt, aber so. Hallo Marquise, wie geht's dir? Ja, ich nenne sie Marquise wie die Marquise, ich weiß, aber Marquise ist ein lustiger Name. Hallo, unsere liebe Marquise, wie geht's dir? Schön, dich wieder mal zu sehen. Und ich werde durchstochen bei einem scharfen Blick, der genau auf mich gerichtet ist. Unmöglich! Warum bist du hier? ジャッカン18歳にして、サイエンスに論文が掲載された天才。囚人監視の中で男をいじめるド S女。 そしてまたの名を、ザ・ゾンビ。 Ach, Okabrin, du bist so geil. Das Genie, welches in der Science publiziert hat. Die S-Frau, welche Männer quält in Front vor einer Audienz. Also komm,
Labyrinth. Wer hat die. Egal, ich will gar nicht darauf eingehen. Ich will gar nicht darauf eingehen. Das waren zwei traumatische Ereignisse, darauf will ich nicht darauf hätte eingehen. Und welche zusätzlich den Namen hat, die wieder auferstanden oder das Zombie. Wir erinnern uns, eigentlich ist unsere liebe Marquise schon einmal erstochen worden. Marquise Chris! Marquise, wie geht's dir? Setz mir sie die Wurzel. Nette Erklärung, Kumpel. Darega Zombie da, darega. Wen nennst du hier ein Zombie? ja, es kommt wirklich so gut an, falls man der Gegenüber Zombie nennt. Was soll das hier heißen? Zu welchem Zweck bist du hergekommen? Anata ni ai ni kita no. Okabe Rintaro-san. Janakute. Oi, Kyoma-san datta? Moment mal. Organisation hin oder her. Blödsinn hin oder her. Irgendwie traue ich A diesen Blick nicht. Auch wenn der Blick zugegeben nicht so unentsprechend ist, aber trotzdem vertraue ich diesen Blick irgendwie nicht. Diese Aussage allein schon, wie sie sich einschlemmt bei ihm, traue ich nicht. Ich bin hergekommen, um dich zu treffen, Okabe Rintaro. Oder nein, Hoyo und Kyoma. Nein! Sie ist diese komische andere Bloggerin im Blog. Sie hat auch was von John Tito gelesen, wette ich mit euch. Deswegen ist sie hier, weil sie hier... woher weiß sie, dass wir wissen, was John Tito ist? Oder okay, ich will jetzt nicht irgendwas spekulieren, wovon ich keine Ahnung habe. Vielleicht hat sie den Blog gar nicht gelesen, aber zumindest würde es Sinn machen. Dann wäre sie diese komische andere Person da geschrieben, die da geblockt hat, mit diesem komischen K im Namen. Was? Woher kennt sie meinen wirklichen Namen? Ich bin ganz sicher, dass ich ihn ihr nie erzählt habe. Ich verstehe. Also bist du ein Agent der Organisation und ein Übermensch, auch. Du bist einer der Unsterblichen. Ich bin nie gestorben, okay? Töte mich, deklamiere mich einfach als tot, okay? Hashida-san, kannst du irgendwas wegen dieser Person machen? Oder wegen halt diesem? Er ist nur etwas panisch da, Miss Marquise, danke für den Übernahme des Namens, um so eine Zeit erschienen ist. Habt ihr euch abgesprochen oder was? Daru scheint nicht so überrascht bei der Erscheinung dieser Frau. Warum das genau? Daru, warum fällt sie mir in den Rücken? Okarin, hör auf mit diesem Blödsinn. Und die Aufregung. Konnte sich bei deiner Schwäche treffen? Oder bist du ein Opfer ihres Charmes? Ich schaue Marquise Kuriso an. Verdammt seist du, das zu meiner rechten Hand gemacht zu haben. Kabe, hör auf. Wie kann das denn nur jedes Mal zum Arsch machen, wenn sie in der Nähe ist? Also, tut mir leid, aber... Ich werde dir das nicht verzeihen, du, beruhige dich. Ich könnte schwören können, Marquis Gorisos Augen gerade kurz zwei Momente aufblitzen haben sehen. In einer Art und Weise und in einer Intensität, wie du es nicht erwarten würdest von einer 18-Jährigen.
kann es sein, dass er nicht aus den Toten zurückgekommen ist, sondern dass er eine von Menschen gemachte Kampfmaschine ist, welche die tote Marquise ersetzt hat? Nein. Es ist so, dass wir die Realität gewechselt haben, so, weil ich so nachdenke, hört es eigentlich genauso bescheuert an wie seine Idee. Ja, wir haben eben die Realität gewechselt, deswegen lebt sie jetzt wieder. Das ist genauso, aber zumindest haben wir dafür Beweise für unsere Anlage. Nun, ich schätze, ich sollte mich jetzt etwas beruhigen. Schön, wenn auch du das einsiehst. Ach Mann, ich dachte schon, du wärst in dem Forum drin gewesen, Langweilerin. Ich habe über diesen Ort von Hashida-san erfahren, nachdem die Vorlesung endete. Dein Name ebenfalls. Ach, was für eine langweilige Wahrheit. Ich bin enttäuscht. Mich auch ein bisschen. Also bist du hier, weil du gesagt hast, du würdest gerne mit mir sprechen, richtig? Nun ja, ich wollte herausfinden, ob das, was du gesagt hast, über mich oder dass ich hier gestorben bin, gesagt hast, die Wahrheit ist oder bloß eine Entschuldigung für eine sexuelle Belästigung. doch. Jetzt, wo ich es gerade she traded me vor allem. Jetzt, wo ich daran mich erinnere, hat sie mich gestern als einen Perversen beschimpft. Natürlich voll unbegründet. Das war ja, wir sind die Opfer der ganzen Sache. Nun, jetzt, wo ich daran zurückschaue, habe ich wirklich etwas Furchtbares gemacht. Ach, und er sieht es ein. Habe ich wirklich etwas Grausames gemacht und es ist eigentlich erstaunlich, dass sie nicht die Polizei gerufen hat. Nun, ich schätze, es kann nicht geändert werden. Ich denke, jeder würde so reagieren, falls er auf dieselbe Art und Weise eine tote glaubte oder eine verstorbene Person wieder vor sich herumtänzeln sehen würde. Nun, aus einer Art und Weise deines Verhaltens würde ich herleiten, dass es nichts weiter war als sexuelle Belästigung. Welches heißen würde, dass ich richtig wäre. Fühl mich nicht falsch, aber diese Schlussfolgerung zu ziehen ist nicht so ungewöhnlich. Also sagte gerade, nun, ich würde es bevorzugen, wenn du nicht so schnell irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen würdest. Du missverstehst mich. Ganz bestimmt, also. Nimm's mir, also. Egal. Falls das so weitergeht, werde ich hier noch als ein Perverser deklariert. Stimmt das für eindeutig zu harmlos? Ich muss sofort das Missverständnis aufklären. Könnt ihr euch bitte zurück zu den Bananen wenden? Das ist viel spannender gerade, diese Bananen. Nun, ich werde das Filament beiseite lassen. Du wirst was? Was für eine Erleichterung. Ich dachte schon, dass sie die Polizei rufen würde. Aber sie sagte auch, für jetzt. Das Mess mit einem Fokus und einem geraden Rücken läuft so schnell in Richtung des Entwicklungsraums. Oh, das würde jetzt böse Konsequenzen haben. Obwohl sie jetzt 18 ist, hat sie wirklich eine hübsche Figur. Die Art und Weise, wie sie läuft, sieht ebenfalls gut aus. Ja. Trotzdem ist ja nicht wirklich viel herum um die, sie hat nicht wirklich viel Oberweite, sag's mal so. In diesem engen Raum,
I falter, also auf jeden Fall versuchen Daru und ich halt eine gewisse Distanz zu ihr zu gewinnen. Schwanken wir, oder halten uns etwas zurück und halt versuchen etwas Distanz zu gewinnen. Sei verdammt. Der Entwicklungsraum darf nicht betreten werden für unautorisierte Personen. So, ja. そういえば、まともに自己紹介してませんでしたね。 Makise Chris です。 改めまして、よろしく。 Ach ja, also übrigens, ich glaube nicht, dass ich mich bisher wirklich vorgestellt habe. Ich bin Makise Kurisu. Schön, dich zu treffen. Oder schön, dich kennenzulernen. Danke für diese neue Information. Nachdem sie es gesagt hat, streckt sie ihre Hand zu mir aus mit einem ernsthaften Gesicht auf ihrem Gesicht. Was ist diese Geste? Lass mal einen. Ach, das ist okay. Versucht sie irgendwelche supernaturellen Wehen auf mich zu schießen? Du kannst nicht mal eine Hand schütteln? Die japanische Männer fehlt es wirklich an allgemeinem Sinn oder ein Händedruck? Das geniale Mädchen, welches ich erst gestern getroffen habe und welche mich fast als pervers deklariert hat, fragt mich nach einem Händedruck. Obeka? Westlerin? Amerika de 7 nen kurashite masu ga nani ka? Ich habe in Amerika gelebt für 7 Jahre. Sympathieträgerin. Westlerin. Ein Händedruck hat 4 Sympathien, mein Freund. Dünne, einfache Zappel, was heißt ein Zappel? Liebevolle Finger. Ach komm, jetzt mach doch bitte was wie auch immer geartete Erfahrung aus diesem Händedruck. Gesunde, elegante und wirkliche Fingernägel ohne irgendwelche unnötigen Maniküren. Ich fixiere meinen Blick auf diese Schönheit. während ich mich in eine bereit wegzurennen Position halte, strecke ich langsam meine Hand aus. Ich greife vorsichtig Kurisos Zeigefinger mit meinem Zeigefinger und Daumen und lass es sofort wieder los. Du schüttest zu viel. Ich kann deinen Killerinstinkt fühlen. Es ist eine allgemeine Referenz zu Kampfsportart. Nein, ist es nicht. Dann ist es eine Ninja. Ich sagte, ist es nicht. Oh, ich bin zu laut. Diese Frau ist wirklich cool-headed, wie sag ich das jetzt? Boah, ich bin zu müde für solche freien Besetzungen. Ist total eiskalt. Trotzdem wird ihre Art und Weise zu sprechen manchmal echt gruselig. Ja, Amerika. Falls du wirklich in Amerika aufgewachsen bist, solltest du für eine Händedruck fragen, während du lächelst und sagst, haha, schön dich zu treffen. Was hast du denn für Vorstellungen? Nein, eine Umarmung würde mehr amerikanisch sein. Ja, sag einer Amerikanerin, wie sie es amerikanisch macht. Ist das nicht unmöglich für handgemachte Maschinensoldaten? Sag mal, wie narrow-minded, wie engstirnig bist du eigentlich? Sagt das Kurisu, während sie sich schüttelt, shrugging. To shrug.
wach, während sie halt mit den Achseln schüttelt. Sie hat ihre Augen bereits von mir abgewendet. Nun ist ihr Blick gerichtet auf die Banane, welche neben dem Mikrowellophon liegt. Was kann es damit auf sich haben? Und damit würde ich sagen, machen wir einen Cut für die heutige Folge. Ich muss sagen, nochmal, entschuldigt einmal die Unterbrechung, das für die heutige Folge von Experiment Factory, von Steins Gate. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, nach dieser wirklich spannenden Folge. Ich muss jetzt etwas schnell Schluss machen, ich wurde gerade gerufen und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Ciao!